Polska Genetics, Hardcore Natural Bodybuilding and more. Yo, what's poppin' YouTube? Prost! Fenchel, Grüntee und Brennnessel. Also eine Kombination aus drei Tees. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ein paar Leute haben es gesehen, es war etwa ein oder zwei Stunden online, das Video. Und wurde dann direkt geflaggt von Fanboys oder whatever. YouTube hat das Video entfernt. Oh, fuck. Auf jeden Fall werde ich dieses Video jetzt nochmal machen. Ein bisschen netterer Ton wird dieses Mal herrschen. Ich finde zwar nicht, dass ich so respektlos war, aber auf jeden Fall habt ihr jetzt hier nochmal mein Statement zu der ganzen Sache. Also die Person, die ich weiterhin nicht nennen werde, weil ich, wie gesagt, Leuten so wenig... Also sagen wir es jetzt mal so, das Ziel ist erreicht. Dieser Herr hat polarisiert. Er wird mit diesem Video Aufmerksamkeit bekommen. Und ich finde, Aufmerksamkeit bekommen ist was Gutes. Ich will aber trotzdem nicht eine zu krasse Bühne bieten, weil ich einfach finde, dass diese Informationen, wie gesagt, im letzten Video bereits fahrlässig sind. Weil ihr müsst euch mal YouTube... Meine Zielgruppe, ich kann auf meine Analytics gehen und ich sehe direkt, wie meine Zielgruppe aussieht. Wer schaut meine Videos? Und da sehe ich zum Beispiel, also Frauen zwischen 55 und 60, das ist nicht mal ersichtlich, dieser Balken, oder? Und auch sonst, also Frauen, das sind etwa 3%, die meine Videos schauen. Und meine größte Zielgruppe sind Männer zwischen 18 und 24. Ich gehe davon aus, dass besonders jüngere Mitglieder bei 18 rum oder sogar noch jünger noch nicht allzu lange trainieren. Und genau für diese Leute finde ich extrem schade und wirklich fahrlässig, dass es Leute gibt wie dieser Herr, die dann den Leuten erzählen, du kannst mit 6% Körperfett rumlaufen, all year long, natural und Muskeln aufbauen. Ich zeig's dir, wie es geht, ich beweise es dir. Er redet die ganze Zeit von Beweisen, aber für mich sind Beweise erst Beweise, wenn man es wirklich beweisen kann. Das heißt, entweder er hat wirklich Buch geführt, er hat seine Macros getrackt oder er hat auch entsprechend Vorkehrungen getroffen, wie er seinen Kalorienumsatz decken kann, beziehungsweise wie hoch sein Kalorienumsatz wirklich ist. Und sind wir ehrlich, wer kann das schon so genau einschätzen? Nicht jeder Tag ist gleich, nicht jeder Stoffwechsel ist gleich, nicht jedes Essen ist gleich, sogar... gewisse Nahrungsmittel unterscheiden sich sogar von der Saison her. Also es sind viele kleine Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und da ist mein erster Punkt schon mal, wie kann diese Person sagen, er kann sowas beweisen, wenn er selber nicht mal weiß, was er genau tut. Er weiß nicht mal, was sein Umsatz ist. Er sagt, er sei im Defizit und dann ist es wieder nicht. Dann kann man da schon mal sehr schlecht sagen, er kann was beweisen. Er bezieht sich da immer auf die Studien von diesem Dr. Moosburger. Ich beziehe mich auf Lyle McDonald. Ich will jetzt hier auch gar nicht Studie mit Studie bekämpfen. Ich will euch einfach auffordern, logisch zu denken, zu überlegen und euch dann eure persönliche Meinung zu bilden und diese dann bitte auch hier in die Kommentare zu schreiben. Also fangen wir mit ein paar ganz einfachen Thesen an. Ich bin 16, ich habe angefangen zu trainieren. Was passiert? Ich gehe ins Studio, ich werde Muskeln aufbauen. Muss ich dazu genug essen? In den ersten paar Monaten vielleicht nicht mal. Es wird auf jeden Fall eine Anpassung passieren. Der Körper wird Muskeln aufbauen, weil er noch nie eine Belastung hatte zuvor. Das heißt, in diesem Fall ist es möglich, Muskeln aufzubauen, ohne wirklich in einem Überschuss zu sein. Bin ich einverstanden. Nach spätestens 6 Monaten mit der besten Genetik ist aber Schluss. Das sind dann meistens die Momente, wo die Leute zu mir kommen. Also ich habe sehr viele Kunden auf meiner Online-Seite, die melden sich an, die sind zwischen 17 und 19 so, die haben ein Jahr trainiert und bei denen passiert nichts mehr. Und das ist einfach genau der Moment, wo die Leute anfangen, beziehungsweise nicht anfangen, sich um ihre Ernährung Gedanken zu machen, wie soll ich einen Kalorienüberschuss einhalten, wie hoch, wie klein. Und da kann man dann entweder sagen, man macht gar nichts und wird immer, man bleibt gleich, die Progression im Gym bleibt aus, das ist ein sehr wichtiger Indikator. Ich sage ja nicht, dass das immer so bleiben muss, aber Kraft und Muskelmasse sind linear bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Zeig mir einen, der 200 Kilo Knie beugt und keine dicken Beine hat. Zeig mir einer, der 160, 180 Kilo auf der Bank drückt und eine schlechte Brust und schlechte Arme hat. Das gibt's gar nicht. Und das sind meistens auch die Leute, die ständig in einem Kalorienüberschuss sind. Strongmans, Powerlifter, das sind riesenmassive Typen und die sind immer in einem Überschuss, weil sie Kraft entwickeln wollen und Kraft schlussendlich zu purer Muskelmasse führt. Begreift das bitte von Anfang an. Das ist mein purer Ernst jetzt und jetzt werden wir wieder friedlich.
Ne, auf jeden Fall, ich muss immer schauen, dass ich den Punkt habe, weil ich mache mir keine Notizen, ich bin da nicht der YouTuber, der da irgendwas aufschreibt. Auf jeden Fall geht es darum, dass wenn man sich dafür entscheidet, richtig fett sich, also das sind so die Anfängerfehler, entweder man frisst sich viel zu fett und sieht dann einfach entsprechend schlecht aus nach ein paar Wochen, Monaten, je nachdem wie der Stoffwechsel funktioniert. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe super aufgebaut mit dieser Methode, ich habe gefressen, gefressen, gefressen und dadurch, das ist jetzt auch der Punkt, hat sich mein Körperfettanteil zwar erhöht, aber meine Muskelmasse ist signifikant gestiegen, sodass es optisch gar keinen großen Unterschied gemacht hat. Darum sagen mir auch viele, wenn sie mein 16 Months Transformation Video schauen, das erste Video, das ich auf YouTube hochgeladen habe, dass ich auf Stoff war, weil ich in den ersten 16 Monaten praktisch ohne, dass der Körperfett groß gestiegen ist, Muskelmasse aufgebaut habe. Aber der ist gestiegen und zwar an den Beinen und am Arsch. Die meisten Leute haben das zwar nicht gesehen, weil ich ja meistens nur Oberkörperpics poste, aber definitiv ist mein Körperfett gestiegen. Einfach zum Glück für mich an den guten Orten. Also, Anfängerfehler, entweder man macht nichts und die Progression im Gym bleibt aus. Anfängerfehler 2, man sagt sich, man frisst sich zu und wird dann einfach fett irgendwann und verliert vielleicht die Motivation dadurch. Jetzt sagt unser lieber Herr, ja, braucht man alles gar nicht. Ey, geht einfach nur trainieren, einmal pro Woche Ganzkörpertraining, das reicht. Wenn es so einfach wäre, wieso sieht denn nicht jeder so aus? Das ist schon mal die erste logische Frage. Dann würde ja jeder wie Arnold Schwarzenegger rumlaufen. Wenn man da einfach mal ein bisschen trainieren könnte, ein bisschen essen könnte, was einem passt. Also bitte, das ist schon mal die erste Aufforderung, logisch überlegen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Diese Person trainiert ja nicht seit gestern. Auch diese Person hat sicher mal angefangen, musste sich ja mal ein bisschen lesen, hat sich ja auch mal nicht nur mit 6% Körperfett ist sicher nicht nur immer in diesem tiefen Gebiet gewesen. Also sehr, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er ist sicher ein bisschen älter als ich. Und entsprechend würde ich jetzt mal sagen, hat diese Person sogar schon mehr Training hinter sich als mir, als ich. Also ich trainiere seit 4,5 Jahren, fast 5, im Januar sind es 5. 47er Ärmel, gut gebulkt, gut aufgebaut jetzt über diese Zeit. Ich bin natürlich, das wissen viele, ein Ausnahmetalent oder beziehungsweise ein Ausnahmebeispiel. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber das höre ich jeden Tag und das ist halt einfach so. Bei mir ging es extrem schnell. Ich bin von daher jetzt nicht die beste Referenz, aber dieser Typ, der trainiert schon lange. Und wenn der jetzt ein Jahr lang im Kaloriendefizit rumläuft mit seiner Muskelqualität, dann ist es natürlich ganz logisch, dass der nicht groß Muskelmasse verliert. Wobei auch Aufbauen wieder ein ganz anderes Thema ist. Wenn er mir sagt, ich baue keine Muskeln ab in einem Kaloriendefizit mit 6%, dann ist er an diesem Stadium angelangt, wo Alon Gabay sich befindet. Alon Gabay ist das perfekte Beispiel. Er ist sozusagen die Mischung zwischen mir und diesem Troll. Er läuft mit 6% Körperfett rum, sogar sehr lange, hat er auch schon gemacht. Er gibt aber auch zu, dass dadurch keine Muskelmasse mehr aufgebaut werden kann. Er gibt auch zu, dass dieser Zustand nicht gerade das Geilste ist. Er sagt auch selber, dass er sich nicht immer wohlfühlt dabei. Er gibt auch zu, dass er schneller krank wird in diesem Zustand. Und das ist auch wieder ein Punkt. Gehen wir mal davon aus, man könnte Muskeln aufbauen mit 6% Körperfett und einem Kaloriendefizit. Wer möchte das? Wer möchte das? Wer möchte sich das ganze Jahr über diesen unangenehmen Scheiß antun, nicht richtig essen zu können, sich nicht mal voll zu fühlen, auch mal mit einem normalen Körperfett rumzulaufen, auch mal in einem T-Shirt gut auszusehen. Guck mal dieses T-Shirt an. Das ist ein fucking XL. Normalerweise wird das Teil richtig schön gespannt und jetzt sehe ich dünn aus. Ist mir natürlich jetzt egal, ich gehe für den Wettkampf in diese Szene. Aber nur zum Sagen, das sind alles so Faktoren, die einfach nicht übereinstimmen mit dem Real Life. Wenn er so ein, ich weiß nicht mal, ob der Typ arbeitet, ehrlich gesagt, seine Videos sind so random, ich kann mir da gar kein richtiges, ist sehr schwer den Typen auch so zu analysieren von seinen Videos. Ich denke nicht, dass er ungebildet ist, in keinster Weise. Ich denke auch nicht, dass er dumm ist, ich denke einfach, er ist leicht asozial, also er ist ein Soziopath in meinen Augen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat auch lustige Seite an sich, also ich finde zum Beispiel, habe ich ihn ignoriert, er hat mir einmal einen Shoutout gegeben sogar, bei meiner Military Press,
Und dann habe ich mal ein Video gesehen und einen absolut schrecklichen Trainingsplan von ihm habe ich gesehen. Also das ist das Schlimmste. Da macht wirklich sogar noch Vince Del Monte bessere Trainingspläne als der. Auf jeden Fall habe ich das gesehen und dann wusste ich, der Typ hat theoretisches Wissen gleich null im Fitnessbereich. Aber wie gesagt, ich konnte ihn nicht so richtig analysieren. Ich denke, er ist finanziell gut abgesichert. Was er arbeitet, weiß ich nicht, aber es geht ihm sicher nicht schlecht. Und vielleicht mag das für ihn so funktionieren, das ganze Jahr über mit diesem Körperfett rumzulaufen. Vielleicht gefällt ihm das. Ich persönlich denke, er hat ein verschobenes Selbstbild, weil gesund ist das nicht. Es sind ganz klare Erscheinungen bei mir auch schon aufgetreten. Es gibt auch viele Leute, die beklagen sich mit Gelenkschmerzen oder tiefer Körperfett. Das ist jetzt das nächste Thema. Inwiefern ist tiefer Körperfett überhaupt nötig oder was ist daran schlecht und was ist gut? Ihr müsst euch immer vorstellen, er redet davon, dass es keinen Notzustand gibt. Ich sage, es gibt sehr wohl einen Notzustand. Ich sage nicht, dass man dabei stirbt. Ich sage nur, wenn wir jetzt in die Vergangenheit reisen würden, als es noch keine Heizungen gegeben hat, als wir noch Jäger waren und jetzt ich draußen irgendwo wäre in der Kälte mit meinem Sixpack, das mir absolut nichts nützt, dann würde ich jetzt mit größter Wahrscheinlichkeit krepieren. Irgendwann. Was auch noch so ein Punkt ist, ist, wenn man mich jetzt in einen Raum sperren würde und eine fette Person in einen Raum sperren würde, zusammen, ich und sie, und wir würden uns beide, wir hätten beide kein Essen, wer würde eher sterben? Ich oder sie? Also ich denke, die fette Person könnte drei Wochen mindestens überleben, also richtig übergewichtige Person, und ich würde die, ich denke mal, nach einer Woche abkratzen mit meinem Stoffwechsel, meinem momentanen, mit meinem tiefen Körperfett. Ihr müsst immer verstehen, wie der Körper ausgerichtet ist. Muskelmasse ist für den Körper eine Bedrohung, in diesem Maße, wie ich es jetzt habe. Und Fett ist das, was der Körper will. Er will Fett speichern, weil das ist sein Überlebensdepot, das ist seine Rücklage, das ist seine dritte Säule, wie man das so schön sagt. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt mit 12% Körperfett rumlaufe, um aufzubauen und einen leichten Überschuss habe, dann geht es mir körperlich besser. Mein Körper ist entlastet, er muss sich nicht Gedanken darüber machen, ständig mich aufzuputschen, mich ständig mit anderen Hormonen voll zu putschen, die eher dafür wirken, dass ich nicht, wie gesagt, ich merke ja das selber. Es gibt Tage, da komme ich kaum aus dem Haus, da muss ich am Morgen fast schon aufstehen und irgendwas machen, damit mein Stoffwechsel in Fahrt kommt, weil der Körper einfach so richtig sagt, nein Mischa, fuck it, geh nicht ins Studio, ich will nicht noch mehr Fett verlieren, du machst mich kaputt. Und das sind einfach so Zeichen und dann muss man sich wirklich den Körper und den Geist überwinden. Also beziehungsweise der Geist muss stärker sein als der Körper. Und in diesem 12% Körperfett, die ich persönlich als optimal betrachte, so 12 bis 14%, ist es einfach für den Körper entspannter. Der Fortpflanzungstrieb wird auch garantiert. Ihr wisst ja, Frauen, die einen zu tiefen Körperfett haben, die bekommen ihre Tage nicht mehr. Und genau dasselbe ist momentan bei mir der Fall. Ich habe das im letzten Video auch schon gesagt. Ich sage es jetzt nochmal official. Ich bin seit 3 Wochen absolut lustlos in Bezug auf Sex. Es könnten jetzt 5 Frauen hier reinlaufen. Jessica Alba, wie sie alle heißen, diese Top-Frauen, die alle da drauf abfahren. Die können jetzt alle nur kommen, sich ausziehen und sagen, Mischa, verwöhne uns. Und ich könnte nur sagen, gebt mir ein paar Haferflocken, liebe Ladies. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin momentan so nicht in der Lage, beziehungsweise mein Körper hat einfach in diesen Sparmodus gestellt. Und genau darum ist es auch sehr wichtig zu essen, weil ihr könnt euch jetzt vorstellen, als ich angefangen habe, habe ich Gewicht verloren mit 3900 Kalorien. Das war so meine ersten Macros. Ich habe aufgebaut mit 4,3 bis 4,5. Also das heißt, mein Defizit war bei 600. Was denkt ihr, wie groß ist mein Defizit jetzt mit 2800 Kalorien? Nicht, ihr könnt nicht mehr rechnen bis 4,3. Ihr müsst jetzt den Setpoint runtersetzen, weil der Setpoint wurde kleiner, weil ich Muskelmasse eingebüßt habe. Nicht viel, aber ein bisschen. Das heißt, dadurch, dass der Körper merkt, oh fuck, ich verliere Fett, ich werfe auch Muskelmasse ab, weil ich ja nicht will, dass das Defizit noch größer wird. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe das Beispiel auch schon erklärt. Wenn ich ein Bein breche mir und ins Krankenhaus eingeliefert werde und 3 Monate nicht laufen kann, dann wird mein Körper 10 Kilo leichter sein, wenn ich wieder
fit bin, also beziehungsweise wenn ich wieder aufstehen will, aber diese 10 Kilo, das ist kein Gramm Fett, der hat alles Fett behalten und nur die Muskelmasse abgeworfen. Man muss also, um Muskelmasse zu behalten, das Defizit entsprechend nicht zu groß ansetzen und natürlich regelmäßig Aktivität haben. Nur so ist gewährleistet, dass Muskelmasse in einer Wettkampfdiät erhalten bleiben. Und auch hier, ich trainiere jetzt seit 4,5 Jahren. Meine Muskelmasse ist viel besser erhalten geblieben als noch vor 2 Jahren bei der letzten Diät. Wenn jetzt dieser nette Herr oder nicht nett oder einfach idiotische Herr mir sagt, ja, er sagt jetzt allen Anfängern, baut mit 6% Körperfett auf, mit 8%, esst nicht zu viel, damit ihr schön lean bleibt, immer Sixpack und so, dann sind diese Anfänger spätestens nach einem halben Jahr total depressiv. Ich habe so einen Kunden, der ist jetzt seit 3 Monaten bei mir in der Betreuung, der ist zu mir gekommen, der war an diesem Morgen, als dieser Mensch zu mir gekommen ist, an einem Samstagmorgen, ich erinnere mich noch sehr gut dran, der war wirklich so fertig, der war richtig fertig, der war im Gesicht bleich, es ging ihm nicht gut und er hat mir einfach nur noch von seinem Leid erzählt, wie lange er jetzt schon in einem Defizit ist und dass er immer, obwohl er immer ein größeres Defizit gemacht hat, trotzdem immer Muskelmasse, also immer flacher wurde und das Fett nicht weniger wurde, also er ist sozusagen in diesem Metabolic Damage, oder? Und ja, seit 3 Monaten habe ich ihn gecoacht und mittlerweile sieht er besser aus denn je, also sein Körperfett ist marginal gestiegen und entsprechend hat er auch einfach wieder Muskelmasse bekommen, dadurch, dass ich ihn nicht mehr im Defizit habe, sondern im Überschuss, im leichten Überschuss. Und so funktioniert ja auch mein Lean Bulk System. Also alle meine Kunden, die wissen, wovon ich rede, wenn ich Leute habe, die aufbauen wollen, dann setze ich sie auf einen Lean Bulk. Das ist eine einfach eine Methode, die ich verwende. Kurz gesagt, man schaut nicht dazu, progressiv Gewicht zu steigern, sondern progressiv Kraft zu steigern und Gewicht und Kalorien werden nur gesteigert, wenn die Kraft im Gym ausbleibt. Also einfach mal so das kleine System, Überblick, ich will jetzt da nicht zu viel verraten, immerhin habe auch ich meine Coaching-Geheimnisse. Auf jeden Fall, ja, so funktioniert das. Und noch zum Schluss zum Anabolic Rebound, da wurde ich angegriffen von ihm, dass es den Anabolic Rebound nicht gibt. Und da möchte ich auch nochmal dieses kleine Beispiel vom letzten Video erwähnen. Wir nehmen zwei Personen, zwei Zwillinge, zwei genetisch identische Menschen. Die erste Person trainiert 10 Jahre einfach durch. Die zweite Person trainiert 10 Jahre gleich, genau gleich, macht aber alle 2 bis 3 Jahre eine Diät, wo er sich auf 6% Körperfett runterhungert, um dann wieder aufzubauen. Was glaubt ihr, welche Person wird nach 10 Jahren optisch besser aussehen? Ich garantiere euch die zweite Person, die diese Diäten gemacht hat. Weil diese Person ist mit Muskelqualität beglückt worden. Wenn man eine solche Diät macht wie ich jetzt oder eben auch alle die Leute, auch zum Beispiel Alon, ihr seht ja das, es gibt Typen, die sind massig. Ich bin zum Beispiel, ein gutes Beispiel bin ich und Alon. Er trainiert doppelt so lange und hat auch schon viel mehr Diäten gemacht. Obwohl ich in einem T-Shirt, in einer Jacke viel kranker als er aussehe, er sieht neben mir aus wie ein kleines Kind, das hat er selber gesagt. Obwohl er nicht so massig ist und ich off-season-mäßig viel mehr Masse mit mir trage, macht er mich kaputt, sobald er in einem guten Körperfettanteil ist und einfach anfängt zu flexen. Weil seine Muskelqualität einfach viel reifer ist, er hat viel eine gereiftere Muskulatur und das kommt vor allem auch von diesen Diäten, von diesen regelmäßigen. Weil seine Muskulatur ständig in diesem Haltezustand gewesen ist, in diesem Überlebensmechanismus. Und die Muskelmasse, die da bleibt, die wird dir für immer bleiben. Oder sagen wir für sehr lange. Dann muss man dann auch, wie seine Theorie behauptet, nicht mal mehr unbedingt trainieren, damit die Muskelmasse erhalten bleibt. Und da gibt es auch ein gutes Beispiel. Und das ist mein Vater. Ich habe mal kurz ein Foto von ihm gepostet. Einige haben gesagt, wow, der ist 45, der hat das letzte Mal trainiert richtig mit 25. Seither geht er ab und zu joggen, isst, was er will. Natürlich gesund, weil mein Vater, der ist ein Gourmet, der hat seinen eigenen Kräutergarten. Es gibt keinen geileren Koch als mein Vater. Also der Mensch, der mit so viel Herz kocht wie mein Vater, habe ich noch nie gesehen. Das habe ich ein bisschen von ihm übernommen. Der Typ ist echt der Geilste. Der kauft nur die besten Nahrungsmittel ein. Nur das Edelste vom Besten. Also das ist richtig krank.
Und auf jeden Fall, er sieht mit 45 ohne Training immer noch muskulös aus, weil er 5 Jahre lang richtig hart trainiert hat in seinen jungen Jahren und der Memory Effect hat ihm das gemacht, dass er das sozusagen ein bisschen geblieben ist. Natürlich hat er auch von Natur aus eine gute Statur. Und ja, das sind so ein bisschen die Punkte. Anabolic Rebound ist keine Erfindung, das ist ganz klar Realität. Jeder, der mal Wettkampf-Bodybuilder anschaut und einen Hobbysportler, die beide gleich lang trainieren, die werden den Unterschied schon feststellen. Das ist logisches Denken, Leute. Ich will euch da das nicht, ich sage jetzt nicht, das ist so. Er sagt ja einfach, das ist einfach so. Oder das sind so seine Worte, das ist einfach so. Schön für ihn, wenn er das so sagen kann. Das ist eigentlich das Gleiche wie, ich sage, das ist rot und der andere sagt, das ist blau. Und schlussendlich, wenn du da nicht, wenn du nicht wenigstens ein Argument bringen kannst und die Leute zum Andenken, zum Nachdenken bringst, was bringt dir deine Aussage überhaupt? Erster Punkt, Anabolic Rebound ist Realität. Zweiter Punkt, als Anfänger in einem Kaloriendefizit mit tiefem Körperfett Muskelmasse aufzubauen, ernsthafte Muskelmasse aufzubauen, ist nicht möglich. Dritter Punkt, seine Beweise sind absolut nicht diskutabel, nicht vorhanden, solange er nicht Buch geführt hat und solange er nicht genau weiß, was sein Kaloriendefizit genau ist, beziehungsweise wie hoch sein Umsatz ist, sein Grundumsatz und sein zusätzlicher Arbeitsumsatz. Viertens, Viertens, Muskelmasse verliert man in einer Wettkampfdiät und zwar unweigerlich. Besonders wenn eine Person noch nicht ein Jahrzehnt trainiert wie ich, dann ist das Halten von Muskelmasse bis zu einem gewissen Punkt einfach unmöglich. Ich sage es mal so, bis 10% Körperfett, okay, da sage ich nichts, da kann man halten. Auch ich habe bis vor einem Monat nicht wirklich Kraftverluste gehabt, aber das ist ja auch sowas, oder? Wieso verliere ich Kraft im Gym? Weil ich nicht mehr so gut gelaunt bin? Nee, in den Trainings gebe ich immer noch 180, aber die Military Press, die habe ich einfach mit 85 Kilo, habe ich da 5 Reps rausgehauen oder 4 und jetzt haue ich mit 80 Kilo noch knapp 2 raus. Also irgendwas muss da ja passiert sein. Muskelmasse wurde eingebüßt. Versteht's einfach. Wer es mir jetzt immer noch nicht glaubt, nach diesem Video, wo ich wirklich versucht habe, respektvoll zu bleiben, ich bin ein aufbrausender Mensch. Ich finde es schade, dass das alte Video gelöscht wurde, aber ich denke, ich habe jetzt hier sogar noch einige Punkte mehr eingestreut, so wie ich es eigentlich geplant habe. Von daher, Leute, ich hoffe, ihr nehmt mich ernst und wenn ihr wirklich, wirklich bereit seid, mit mir zu diskutieren unter diesem Video und mir sachliche Argumente bringt und ihr könnt den Dr. Moosburger direkt, ich kenne das Zeug, ich will einfach eure Erfahrungen, dann bringt mir bitte Dokumentation über eure Ernährung, schickt mir euren MyFitnessPal oder Bücher oder PDFs, damit ich sehe, wie ihr gegessen habt, wie ihr trainiert habt, damit wir da eine fundamentale Diskussion entstehen lassen können. Weil ich bin bereit dazu, aber ich will hier keine billigen, ich habe jetzt seit 4 Wochen aufgebaut. Wie messt ihr das überhaupt, dass ihr Muskelmasse aufbaut? Nur mal so eine Frage in die Runde. Also, nochmal zum Schluss. Zwar nicht so geiles Licht wie gestern, aber trotzdem 4,5 Jahre Training. Mal gucken, vielleicht bringe ich es hin. 4,5 Jahre Training. Ja, ein bisschen besser. Momentan noch 47er Oberarm, 8% Körperfett. Das habe ich zu bieten. 2 Jahre aufgebaut jetzt. Die letzten 2 Jahre mit schönen Überschuss an Kalorien. Ich werde noch mindestens 2% Körperfett sinken und dann können wir dann auch einen optischen Vergleich machen. Das ist jetzt kein Ego-Vergleich, kein Schwanzvergleich. Aber wenn man sich schon als der Meister verkauft und alles als selbstverständlich darstellt, dann sollte man wenigstens auch in der Lage sein, Beweise vorzulegen. Ich habe meine Beweise hier. Das ist mein Körper, den ich mir aufgebaut habe. Ich habe Kunden, die haben mir Bilder geschickt. Sobald ich Veröffentlichungsrechte bekomme, würde ich die natürlich auch gerne hochladen. Das kommt auf jeden Fall. Wie gesagt, ich arbeite erst seit einem Jahr als Coach. Und mich als Coach in Frage zu stellen, das ist eigentlich das Einzige, was mich da ein bisschen gestört hat in diesem Video. Er kann mich Mimose nennen. Wie gesagt, ich bin gerne eine Mimose, wenn ich dafür Muskeln habe. Und wie er aussieht, das ist sein Ding. Dann ist er der Hardcore-Pumper, der mit 6% Körperfett Kniebeugen macht mit 100 Kilo, weil er bei 120 schon Rheuma bekommen würde und Gelenkschmerzen. Aber ich vertrete meinen Standpunkt.
Ich coache meine Kunden und die Leute, die mindestens schon ein halbes Jahr mit mir dabei sind, von denen haben alle die geilsten Erfolge gemacht. Hier, vielleicht will sich ja jemand hier noch melden von den Leuten. Auf jeden Fall, Jungs, Titty Bounce, man sieht sich. Übrigens, mir geht's gut. Ich bin einfach immer so emotional, sobald es um ein Thema geht wie das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video bleibt online. YouTube und alle Haters. Peace. The fuck. Out.